Konnichiwa und was geht, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush von Pick89 zurück bei Let's Play Mario und Sonic 6 bei Olympischen Spielen in Tokio 2020. Es ist nun soweit, es wird Zeit für das Grande Finale des Story Mode. Der finale Showdown. Dank des rechtzeitigen Auswechselns der Batterien der Spielkonsole mit der Jubelbatterie konnten wir gerade noch rechtzeitig Mario, Sonic, Toad, Bowser und Eggman die Flucht aus der Spielkonsole ermöglichen. Ja, und jetzt wollen alle zu einem finalen Rennen gegen 100 Meter Lauf gegeneinander antreten. Ja, lasse ich mich nicht lumpen. Und da starten wir gleich durch. Und da ich ein bisschen mehr Sonic-Fan bin, nehme ich auch Sonic the Hedgehog. Siege Bowser, Eggman und die anderen 100 Meter Lauf im Wettkampf abzuschließen. Gilt aber als markiert, obwohl diese Herausforderung... Wahrscheinlich liegt das an der Disziplin selbst, dass wir die schon gespielt haben. Okay. Na denn. Legen wir los. Hier sind sie alle. Ah, zu früh. Shit. Warum hat das jetzt nicht geklappt mit der Spezialtechnik? So, das war schon ein besserer Start. Und geschafft. So wollte ich das doch sehen. Ja. Ganz leicht hinbekommen. Um dich nach einem Supersprint nach vorne zu strecken, drücke R. Okay. Soll ich also im richtigen Moment den Supersprint einsetzen, auf jeden Fall. Das hilft dann auch nur zusätzlich. Ein besseres Ergebnis. Darum geht es bei Olympischen Spielen. Oh yeah! Ist ein anderes Ende geben, wenn man mit Mario zockt? Hat man nicht. Vielen Dank für euren Jubel und Unterstützung, Leute. Wir werden uns nie vergessen. Story Mode abgeschlossen. Knuckles Größe teilt sich Bowser Jr.? Okay. Aber die beiden müssen sich natürlich auch ärgern. Und das war's. Ja, das war der Story Mode von Mario und Sonic 6 bei Olympischen Spielen in Tokio 2020. Aber so ganz sind wir noch nicht damit fertig, denn was jetzt noch fehlt, sind, glaube ich, noch ein paar Informationen und die Traumdisziplinen müssen wir auch noch bestreiten. Und erst dann ist das Spiel komplett abgeschlossen. Wir können natürlich noch alle Disziplinen einzeln spielen mit jedem Charakter. Aber ich glaube, das lassen wir mal. Im Großen und Ganzen, ja, muss ich aber dennoch sagen, es hat zwar Spaß gemacht, aber ich bin gleichzeitig doch ein bisschen enttäuscht. Weil mal wieder haben sich nicht meine Erwartungen erfüllt. Sprich, wir haben nach wie vor dasselbe Character Cast seit dem zweiten Teil und die anderen sind zusätzlichen Charaktere sind nur für eine einzige Disziplin wieder mal gedacht. Und das sollte eigentlich nicht sein. Das sollte wirklich schon, wenn mehrere Charaktere dazukommen, dass auch jeder für jede Disziplin verfügbar ist. Und Cream selbst ist doch nicht mal für eine einzige Disziplin am Start. Im letzten Teil war es noch für Volleyball wenigstens zu haben, aber hier? Nope. Da ist sie einfach nur Urlauberin, mehr auch nicht. Wie der Cream schon wieder rausgelassen wird.
Naja, wenigstens überhaupt in ein Spiel, weil in Team Sonic Racing, da ist sie ja komplett rausgestrichen worden. Ja, aber dafür ist Big the Cat auch nicht da. Der hatte wenigstens in der Wii U-Variante vom fünften Teil noch ein Cameo gehabt, aber hier... Mal ehrlich, was ist denn los, Sega? Warum müsst ihr die beiden Charaktere nur so schlecht behandeln? Warum könnt ihr sie nicht in jedes Spiel mit implementieren? Naja, ist aber auch nur meine Meinung, dass sie in keinem Sonic-Spiel fehlen sollten, aber... Was soll's. Aber ich bin auch deswegen enttäuscht, weil es gibt nur drei Traumdisziplinen. Und beim Story-Mode... Ja, das Schlimmste ist, man kann doch nicht mal mit dem Mii zocken. Das konnte man auch in den letzten Teilen. Und geht das jetzt nicht mehr? Weil der Mii hat vorletzt die Hauptrolle in der 3DS-Variante vom fünften Teil gespielt. Und das wusste mir auch zu gefallen, vorletzt auch die RPG-Einheiten noch oben drauf, um den Charakter besser zu customizen. Das hat mir auch wirklich zu gefallen gewusst. Das habe ich wirklich abgefeiert bei der 3DS-Variante vom sechsten Teil. Und jetzt gerade auf der Switch, das ist wie bei Mario Tennis Aces. Gameplay-technisch hat man eigentlich alles rausgeholt, aber dafür beim Story-Mode hat man nicht dieselbe Epicness wie aus der Game Boy Color-Variante vom ersten Teil und von Power Tennis von der Game Boy Advance-Variante rausgeholt. Obwohl ich kann nicht sagen, wie gut der Story-Mode im der Game Boy Advance-Variante von Power Tennis ist, aber das werde ich irgendwann mal noch let's playen, weil ich habe das nach wie vor noch im eShop bei einer Wii U gespeichert. Werd also demnächst mal gezockt. Wirklich schade, es ist auch nur wirklich von Disziplin zu Disziplin Minispiel, ohne dass noch zusätzlich RPG-Elemente hinzugefügt worden sind. Wirklich schade, und auch die Erkundungsmöglichkeiten sind nicht so ausgeprägt. Ist nur von einer Map auf die nächste. Naja. Und auch so manche der Disziplinen, ja, haben schon Spaß gemacht, wenn man sich daran erstmals gewöhnt, dann weiß man, wie es läuft, aber dieses Elfmeterschießen von zum Beispiel kann ich nicht leiden. Ist auch nur rein auf Glücks basierend, eher weil man nicht vorausahnen kann, wohin der Ball geschossen wird. Aber ansonsten sage ich halt, manche Disziplinen sind wirklich deutlich besser umgesetzt, weil im Boxen zum Beispiel, da, ja, da ist man deutlich mehr gefordert und auch Karate hat mir wirklich gut gefallen. Wirklich, auch die klassischen Disziplinen. Der hat diese Einführung mit den klassischen Disziplinen, finde ich auch wirklich als eine nette Idee. Mit den Tokyo der 60er. Das ist auch wirklich cool gemacht. Vor allem mit den Original-Sprites aller Charaktere. Das gefällt mir. Aber da frage ich mich, wie Blaze bitte schön aussehen würde, weil die stand. Also wie Charaktere wie Blaze zum Beispiel aussehen würden, weil die stammt ja nicht aus der Mega Drive Zeit oder aus Sega CD, weil Amy könnte man noch einen klassischen Sprite aus Sonic CD hinzufügen. Vielleicht gucken wir uns das dann noch an dazwischen. Er ist ja noch nicht ganz geschafft, wir können da noch was machen. Auch die meisten Minispiele wirst mir auch wirklich sehr zu gefallen. Aber... Aber so manche mochte ich auch echt nicht, vor allem diese Stealth-Missionen und auch dieses Suchspielchen. Überhaupt nicht meins, dass sie wirklich Stealth tatsächlich wieder hinzufügen mussten. Aber gut, was soll's. Sind da trotzdem nette kleine Geste hinzu, also nette kleine Geste hinzugefügt worden. Aber gut. Wie jetzt meine Gesamtnote ausfallen wird, sehen wir dann, wie gut sich dann die Traumdisziplinen spielen. Die werden wir ja noch vorher machen. Aber erstmal schauen wir mal, was hier los ist. Hallo Luigi, es ist letzte Zeit viel passiert, was? Sicher, in der ganzen Stadt sind alle ganz aufgeregt. Alle wollten an noch mehr Wettkämpfe teilnehmen und sind zu den Wettkampfstätten zurückgekehrt. Oh. Ich würde gerne eine kleine Pause machen, aber wir dürfen nicht nachlassen. Oh?
Ich frage mich, was Sonic und Mario gerade machen. Mann, Sonic haben gesagt, sie wollen Tokyo 64 noch einmal spielen. What? Naja, jetzt wo sie die Jubelbatterie haben, die geht ja nie aus. Warum gehen wir nicht alle dorthin? Hm? Oh, weitere Infos. 4x100 Meter Staffel. Beim Rennen oder Staffellauf starten die Athleten, sobald sie das Startsignal hören. Es dauert aber noch einen kleinen Moment, bis sie sich vom Startblock abstoßen. Weißt du, wie lange dieser Moment ist? 0,1 Sekunde, wenn er läuft. So startet, nennt man das einen Fehlstart. Das System, das den Mist ist, äußerst präzise. Hm. Stimmt. Oh, man kann nochmal gegen sie hier antreten. Ja, ob sie noch weitere Informationen gibt. Ja, ich würde vorschlagen, wir erkunden hier erstmals noch in aller Ruhe. Auch Chad ist wieder da? Ja, was gibt's? Hier geht der Kampf gegen mich aus dem Kopf. Was? Dieses Mal zeige ich dir, was ich wirklich kann. Nochmal 11 Meter? Nein, danke. Nein, danke. Ich verzichte. Keine Lust drauf. Oh, noch eine Info. Bei Mario und Sonic. Mario und Luigi sind Zwilling. Der Luigi ist größer. Wer von beiden ist der ältere Zwilling? Mario natürlich. Er ist zwar kleiner als Luigi, aber älter natürlich sind. Viel älter, schließlich sind sie Zwillinge. Was ist deine Lieblingsspeise? Chili Dog. Sonic liebt Hot Dogs und reichlich würziger Chili-Soße. Hm. Boah, das wäre wahrscheinlich zu viel für mich. Wahrscheinlich zu scharf. So, lass mich jetzt endlich mal die Info hier angucken. Was kann Bowser aus dem Mund spucken? Feuer, natürlich. Hoffentlich tut er das während der Olympischen Spiele, das wäre ungeheuer gefährlich. Was ist der IQ von Eggman? 300. Eggman ist vielleicht etwas fahrlässig, aber ist trotzdem ein wissenschaftliches Genie. Ja. Er setzt halt sein Gehirn meistens nicht so wirklich gut ein. Wie steht's mit Amy hier? Ah ja, weiter 100 Meter Lauf mit ihr. Mario und Sonic? Oh. Ihr scheint, können wir Tokyo 64 jetzt jederzeit betreten und verlassen. Wir können auch mal an ein bisschen Spielen teilnehmen. Genial, oder Mario? Ach nee, was denn jetzt wieder? Was haben die beiden, hacken die beiden jetzt wieder aus? Warte, wir kommen auch mit. So lassen wir uns nicht. So lassen wir es nicht enden. Okay. Könntest du doch mal auf den Einschaltknopf drücken, Luigi? Ja. Danke, packen wir's an! Da sind wir wieder. Ja, ich muss auch noch mal reichlich umgucken. Du kannst! Und hier aus der echten Welt zurückkehren, möchtest du zurückreisen? Nö, passt schon. Oh, da sind die beiden wieder. Was ist doch mal gemischt, dritter gut, du hast es bald bereuen. Nö. Also nochmal die Disziplin gegen sie. Hm. Haben wir echt schon alle Informationen hier durch? Hm. Ja, hier sind dann auch die Charaktere wieder da, wo man nochmal gegen sie antreten kann. Na schön, dann. Begeben wir uns wieder zurück. Weil wir brauchen, weil nur in der echten Welt können wir die Traumdisziplin abhalten. Ups. Hm. Komm schon. So. Zurück in die echte Welt.
dann steuern wir wieder Tails und Luigi, ne? Yep. Es ist aber gut, dass die... dass die Sidekicks auch eine wichtige Rolle hier spielen. Das gefällt mir auch wenigstens. Sowas war es echt so gefallen. So, jetzt gucken wir mal. Wollen noch mal sehen, ob wir jetzt die Traumdisziplin auch abhalten können. Ach, tatsächlich, da öffnet sich was. Yes! Traumkaratehalle. Traumrennarena. Und schließlich Traumschießanlage. Sehr schön. Hm. Ich frag mich, ob sich hier noch Cream oder Cheese irgendwo anders aufhalten. Ob man denen dann irgendwo reden kann. Zum Beispiel beim Tokyo Tower. Das könnten sie ja auch besichtigen. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt nicht extra nach denen umgucken. Silver ist auch wieder am Start. Bei ihm könnten wir auch wieder das Minispielchen bestreiten. Mit dem Turm. Ja. Mit dem Besteigen des Tokyo Towers. Nein, danke. Einmal reicht hier. Tails, könntest du bitte aus dem Weg gehen? Ich will jetzt hier nicht mit dir quatschen, sondern raus. Ja gut, dann spielen wir mal eine der Traumdisziplinen, wenn wir schon dabei sind, ne? Und die letzten beiden machen wir dann im nächsten Part. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem der Traumschießanlage. Reiche im Sportschießen Traum den ersten Platz. Trifft die ganzen Level verteilten Ziele und Punkte, für den wer am Ende des Matches die meisten Punkte hat, gewinnt. Bewege dich mit X-String mit B. Zeig mit den Controller next drückst du A zum Schießen. Ich hoffe, das geht auch mit dem Stick zum Bewegen. Ich möchte jetzt nicht auf Bewegungssteuerung setzen. Nach einer bestimmten Zeit erscheint ein Ziel in Form eines Drachen. Jeder kann das Ziel schießen und Punkte verdienen. Mit einem Mehrfachschussfenster kannst du auf mehrere Ziele gleichzeitig ziehen und schießen. Und wie kann man das? Hey! Tatsächlich, man muss hier wieder auf Bewegungssteuerung setzen. Ach! Warte, warte, ich habe das noch nicht fertig angeguckt bei mehr Details. Schieß auf Schalter, um Türen zu öffnen und versteckte Ziele zu enthüllen. Alles klar. Mit Luigi, Yoshi, Blaze und Shadow. Wir steuern natürlich Luigi. Dann mal los. Eieiei. So, eine 5er-Kombo. Oh, Mehrfachschuss. So. Ach, kann man auch mit den linken Analogstick steuern hier. Shit. Wo sind noch Ziele? Haben wir noch ein Mehrfachschuss-Item? Kann ich bis zu 3 stacken? Oh, das sind Ziele. Ach, shit. Ach, hier. So, jetzt muss ich mich langsam beeilen hier. Oh. Jetzt kommen die Drachen. Ich bin bislang nicht gut dran hier. Ich kenne mich auch in der Arena 0 aus, deswegen... Shit. Die sammeln gerade Punkte bei den Drachen und ich stecke hier im Wasser fest. Wo ist der Drachen hin? Scheiße, ja, das war klar. Ach je. Oh, das sind besonders viele Ziele. Okay. Aber da hole ich nicht mehr auf, das schaffe ich nicht mehr. Oh.
Okay, ist aber gar nicht so schlecht. Oh, da kommen noch mehr. Tauchen immer wieder welche auf. Oh mein Gott, das ist ein besonders großer Drachen. Jetzt aber schnell. Wo muss ich hin? Da rein? Die sind alle beim Drachen, das ist nicht so blöd. Hey, was soll das? Mach auf! Wo ist er? Hey, schieß mich nicht ab! Come on! Ja, ich habe leider verkackt. Ah. Shit. Ich hätte gleich zum den Drachen gehen müssen. Das war mein Fehler. Aber ich habe mich in der Arena 0 ausgekannt, deswegen. Deswegen habe ich da jetzt leider ein bisschen verkackt hier. Muss man einen eigenen Weg finden. Oh! Nice one! Und noch weitere Ziele rausgeholt werden. So. Ich kann auch den Gegner abschießen. Ich will. Ich stelle es ein bisschen zu dämlich an. Oh! Aber jetzt! Jetzt befinde ich mich auch gerade im richtigen Position, den Drachen abzuschießen. Ich sehe gar nichts. Hallo? Okay, den habe ich auch noch abgeschossen. Sehr schön. Ja, so habe ich ein bisschen aufgeholt. Ach so, macht man die Türen auf. Okay. So. Okay. So. Immer darauf achten, dass hier noch mehr Ziele auftauchen könnten. Da unten zum Beispiel. Ich sehe nichts. Die Kamerafahrt. Ja, toll. Da verschwindet sie auch wieder. Ich muss da eine bessere Position finden. So, abgeschossen, jetzt schnell. Zum Riesendrachen. Mach da mal die Tür auf, bitte. Oh Mann. So, immer feste drauf hier. Immer schön die Combo halten. Und? Ja, es hat gereicht. Nice one. Geschafft. Hat auch schon Spaß gemacht an sich. Man kann auch die Gegner abballern. Trifft sie mit aufeinander von den Schüssen für eine Kombo. Länger die Kombo andauert, desto kleiner wird das Fadenkreuz. Du bekommst mehr Punkte. Du bekommst unterschiedlich viele Punkte, je nachdem, wo du das große Ziel triffst. Ziel auf Stellen, die mehr Punkte bringen. Jetzt habe ich einfach random irgendwie hingeschossen. Ich glaube, der Kopf war einfach am ersten empfohlen. Würde ich mal sagen. So. Dann geht's im nächsten Part dann mit den allerletzten beiden Traumdisziplinen weiter. Und ja, wenn mir jetzt gefallen, was du Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, dann sind sie beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush World Wiki hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Mario Sonic 6 bei Olympischen Spielen in Tokio 2020. Also auf Wiedersehen und tschüsschen, Leute. Now you know.